Deutschland befindet sich regelrecht im Würgegriff von Inflation, Energiepreisen, CO2-Reduktion, Migration und Fachkräftemangel. Die Regierung ist vollkommen überfordert. In Wahrheit wird die Welt sehen, dass der deutsche Sonderweg, den wir hier wählen, ins Abseits führt. Es wird Elend entstehen, wenn die Industrie dabei zugrunde geht. Das sagt Deutschlands bekanntester Ökonom, Professor Hans-Werner Sinn. Was das im Einzelnen konkret bedeutet und wie du dich ganz persönlich vor dem finanziellen Abstieg schützen kannst, schauen wir uns im Video an. Die Inflation ist das Schreckgespenst, das in den letzten Monaten das Leben von uns allen massiv verteuert hat. 2022 hatten wir die höchste Inflationsrate der letzten 70 Jahre. Seit dem Höchststand im September 2022 mit 8,8% ist sie aber mittlerweile auf etwa 6,1% zurückgekommen. Die Kerninflation ohne Energie und Nahrungsmittel liegt mit aktuell etwa 5,5% leicht darunter. Entwarnung kann hier allerdings wohl noch nicht gegeben werden. Die gewerblichen Erzeugerpreise sind zwar bereits zurückgegangen und mit etwas Verzögerung sollte sich das dann auch bei den Verbraucherpreisen bemerkbar machen. Allerdings können noch weitere Inflationswellen folgen. Die hohe Staatsverschuldung mit diversen Sonderhaushalten, was ja de facto eigentlich nichts anderes ist als Schulden, könnten die Inflation weiter schüren. Auch steigende Löhne könnten die Inflation weiter anfachen. Zuletzt haben wir im öffentlichen Sektor 12,5% Lohnanstieg gesehen. Das ist die höchste Anpassung in der Geschichte Deutschlands. Höhere Löhne bedeuten für die Wirtschaft höhere Kosten, die sie dann wieder auf ihre Produkte umschlagen wird, wobei die Preise steigen. Es entsteht also eine regelrechte Lohnpreisspirale, die für weiter steigende Preise führen könnte. Der Rückgang der Inflation wurde erreicht durch eine Erhöhung der Leitzinsen. Nach über einem Jahrzehnt günstiger Leitzinsen von unter 1% hat die EZB den Leitzins seit Ende 2022 kontinuierlich auf mittlerweile 4,5% angepasst. Höhere Zinsen senken zwar die Inflation, belasten aber tendenziell die Wirtschaft, weil Kredite für Investitionen dadurch teurer werden. Die Frage ist also, ob die Zinsen weiter steigen oder wieder etwas fallen werden. Die Problematik ist hier, dass wir ja nach wie vor einen realen Negativzins haben. Solange die Inflation über dem nominalen Leitzins liegt, ist der reale Leitzins negativ. Bevor wir nicht ein real positives Zinsniveau erreicht haben, wird der Leitzins vermutlich nicht wieder sinken, sondern eher gleich bleiben oder eventuell sogar noch etwas ansteigen. Um aus der Rezession zu kommen, bräuchte die Wirtschaft aber ein Signal fallender Zinsen. Bei aller Kritik an Christine Lagarde, der EZB-Präsidentin, aber einfach sind diese Entscheidungen nicht zu treffen. Auch die Energiewende macht alles teurer. Wenn die Sonne nicht scheint und kein Wind weht, gibt es keinen Strom. Deswegen müssen parallel herkömmliche Kraftwerke betrieben werden und Strom teuer aus dem Ausland eingekauft werden. Die Bundesregierung will raus aus Atom, raus aus der Kohle, raus aus dem Öl und Gas hat sich durch den von Deutschland unterstützten Krieg ja auch noch massiv verteuert. Deutschland hat sich damit seine Hauptenergieträger beraubt. Grüne Politik ist ja gut, blöd ist nur, dass sie keinen Effekt auf das Klima hat. Das billige Öl, das wir nicht verbrauchen, wird eben anderswo gekauft. Hans-Werner Sinn legt das ganz detailliert in einem Artikel dar, der am 24.08. in der FAZ erschienen ist. Die deutsche Energiepolitik mit all ihren Verboten hat also null Effekt für das Klima. Das neue Heizungsgesetz spart wohl in 6 Jahren so viel CO2, wie China an einem einzigen Tag ausstößt. Der Effekt fürs Klima ist null, die Politik führt aber zur Deindustrialisierung in Deutschland und fördert gleichzeitig die Wirtschaft der Länder, die sich eben nicht darum scheren, woher die Energie kommt, die sie so dringend brauchen. In China entsteht aktuell alle 10 bis 12 Tage ein neues Kohlekraftwerk. China hat ein Wirtschaftswachstum von etwa 5%. Deutschland befindet sich als einziges Land der G7-Staaten in einer Rezession. Nach einer Umfrage des BDI, also des Bundesverbandes der deutschen Industrie, haben 15% der Unternehmen die Produktion in Deutschland gedrosselt oder unterbrochen. 16% sind bereits aktiv dabei, Teile der Produktion und Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern und fast ein Drittel denkt darüber nach. Die Lösung könnte beispielsweise in der Entwicklung neuer Energieformen wie zum Beispiel Flüssigsalzreaktoren liegen, wo es schon ganz gute Ergebnisse gibt. Dieses Feld haben allerdings schon die amerikanischen großen Hightech-Konzerne bereits für sich erkannt und fördern die Entwicklung mit ihren ja prall gefüllten Konten. Die Deutschen haben mit Otto Hahn die Grundlagen für die Atomenergie geschaffen
und schießen sich nun komplett aus dem Rennen. Wie aus der BDI-Umfrage ebenfalls ersichtlich ist, ist die größte Herausforderung für deutsche Unternehmen aber der Fachkräftemangel. In Deutschland fehlen Energie- und Facharbeiter als wichtigste Produktionsfaktoren. Die Wirtschaftsweise Professor Dr. Dr. Monika Schnitzer, die den Sachverständigenrat der Bundesregierung leitet, hat der Süddeutschen Zeitung gegenüber erklärt, dass Deutschland 1,5 Millionen Zuwanderer im Jahr benötigen würde, um abzüglich der beträchtlichen Abwanderung die Zahl der Arbeitskräfte zu halten. Sie fordert eine Willkommenskultur. Was die Dame offensichtlich nicht auf dem Schirm hat, ist, dass die Zuwanderung nach Deutschland größtenteils aufgrund unseres Sozialsystems stattfindet. Die gut ausgebildeten Menschen gehen nicht nach Deutschland, sondern in die USA. Die Abwanderung dagegen findet bei den Unternehmern und hochqualifizierten Menschen statt, die anderswo eben bessere Standardbedingungen und eine geringere Abgabenlast als in Deutschland vorfinden. Es werden also immer mehr Leistungsbezieher und immer weniger Leistende, die den Karren ziehen. Schuld trägt hier der deutsche Sozialstaat. Die Umverteilung von oben nach unten setzt die falschen Anreize. In Deutschland lohnt es sich vor allem für geringqualifizierte Menschen nicht mehr, überhaupt arbeiten zu gehen. Das Bürgergeld steigt zum 1. Januar 2024 um 12% und somit deutlich mehr als die Inflation. Der Mindestlohn wird dagegen nur um 3,4% auf 12,41 Euro in der Stunde angepasst. 2025 steigt er dann auf 12,82 Euro. Vollkommen zu Recht sagt daher Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger, das Bürgergeld sei eine arbeitsmarktpolitisch fatale Wegmarke. Damit werden keine Brücken ins Arbeitsleben, sondern in das Sozialtransfersystem geschlagen. Lange kann ein solches System nicht funktionieren. Ein Vorbild könnte ein Punktesystem sein, wie es in Kanada vorhanden ist. Bereits 1967 führte die kanadische Regierung ein ausgeklügeltes Punktesystem ein. Es wurden Kriterien aufgestellt wie Ausbildung, die beruflichen Qualifikationen, die Sprachfähigkeit oder eben die Arbeitserfahrung. Diese werden dann in einem Punktesystem zusammengefasst. Je nach Qualifikation und Erfahrungsstand erhält jede Person eine bestimmte Punktzahl. Im Augenblick braucht man 67 von 100 Punkten, um sich als Einwanderer nach Kanada zu qualifizieren. Die Frage ist nun natürlich, was man tun kann, um sich vor dem sozialen Abstieg zu schützen. Eines steht auf jeden Fall fest: Wer sich darauf verlässt, in den kommenden Jahrzehnten von seiner Rente ein gutes Leben führen zu können, wird sein blaues Wunder erleben. Um 2030 herum gehen die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer in Rente. Dies führt dazu, dass wir mehr Rentenbezieher als Beitragszahler haben werden. Unser umlagefinanziertes Rentensystem, bei dem die heutigen Beitragszahler die heutigen Rentner finanzieren, stößt spätestens dann an seine Grenzen. Der in meinen Augen einzige Ausweg ist, rechtzeitig konsequent massiven Kapitalaufbau zu betreiben und sich ein dickes Polster an Rücklagen aufzubauen. Wie so etwas sicher und planbar mit kalkulierbaren Risiken und Renditen erfolgen kann, erkläre ich übrigens in meinen kostenlosen Online-Workshops. Meld dich unbedingt einmal an, den Anmelde-Link findest du unter dem Video. Wie viel Geld sie wirklich für einen entspannten Ruhestand benötigen, wird von den meisten Menschen massiv unterschätzt. Klarheit bringt hier nur eine detaillierte Finanzplanung. Das Sprichwort "spare in der Zeit, so hast du in der Not" ist in meinen Augen aktueller denn je. Ob die Vorsorge über Immobilienvermögen der richtige Weg ist, halte ich übrigens für fraglich. Wenn die Bevölkerung immer älter wird, wird immer weniger Wohnraum nachgefragt werden. Gleichzeitig könnte das Angebot an Wohnraum steigen, wenn die Rentner ihre Häuser verkaufen, weil sie erstens das Geld benötigen, um ihre Rente aufzustocken, und zweitens nicht mehr so viel Wohnfläche benötigen. Dies könnte zu fallenden Preisen führen. Wenn die Renten tendenziell sinken, können sich Rentner aber auch immer weniger Miete leisten, was kein gutes Omen für Vermieter ist. Der Immobilienmarkt wird in den nächsten Jahren noch extrem spannend bleiben. Meine Einschätzung dazu findest du übrigens in diesem Video. Alles Gute und bis bald.